habe das Ding dann auf meinem Schoß gehabt. Und ich hatte Zeugen, die das gesehen haben und nicht glauben konnten, was ich mache. Was geht ab, Leute? Willkommen zu O-Stories. Ich habe als Unterstützung meinen Bruder von 26 Minuten TV da. Seid alle so fair, abonniert seinen Kanal, abonniert meinen neuen Kanal. Holt euch was zu essen, weil jetzt wird's haram, Bruder. Astaghfirullah. Und zwar reden wir über die Amsterdam-Zeit als junger Kerl von mir. Für etliche Behörden, die mal wieder hier ganz gespannt zuschauen. Alles, was ich jetzt sage, ist komplett frei erfunden. Es entspricht nicht der Wahrheit. Es ist eine komplett erfundene Geschichte. Es dient nur zum Entertainment. Natürlich. Natürlich, oder? Nehmt euch kein Vorbild natürlich auch dran an alle. Es ist frei erfunden. Schreibt mir bitte keine Briefe. Danke. So. Bruder, danke, dass du da bist. Immer gerne, Bruder, du weißt. Mit dir rede ich echt am liebsten, Bruder. Privat, so wie vor der Kamera. Ich küsse deins. Bruder, ich will dir ein bisschen über Amsterdam erzählen, Bruder. Ich bin gespannt. Ich will ein bisschen über Amsterdam erzählen. Ich bin gespannt. Es wird interessant. Es wird interessant. Man wird begreifen, dass ich in der Zeit, wie mein kriminelles Denken sich weiterentwickelt hat. Es gibt einige Sachen, auf die ich jetzt nicht so stolz sein kann, die in der Zeit passiert sind. Aber ich glaube, aus psychologischer Sicht oder aus kriminaltechnischer Sicht, es ist interessant. Zumindest hat es der Knast so empfunden, weil es waren immer die liebsten Stories, die wir an den Fenstern erzählt haben. Und es war eine von denen. Ich habe schon seit meinem 14. Lebensjahr angefangen, ein bisschen zu verkaufen. Baggy-Politik gemacht, Tech-Tech-Politik gemacht. Das Problem an der ganzen Sache war, vom 14. bis zum 17. Lebensjahr, natürlich war ich da ein Taugenichts. Und war über jeden Euro froh, den ich hatte, und hab den dann verballert. Und weiß, hat man da gesoffen. Und es war kein Geschäft, was man da gemacht hat. Und einer meiner Hauptprobleme war, dass ich sehr naiv war. Ich war sehr naiv, ich wusste nichts. Ich habe damals immer zu Hause gehabt. Ich hatte keinen Bunker. Das heißt, es ist ja alles erst mit der, ich glaube, es waren 10 Jahre oder so, wo ich das Geschäft betrieben habe. Und wenn man auf Null, bei Null anfängt, dann hat man halt keine Ahnung von gar nichts. Man muss es lernen. Einer meiner Hauptproblematiken war. Einer meiner Hauptproblematiken war, dass wir nicht in Berlin wohnen, wo ständig geht, sondern dass es immer lokale Größen gibt. Und du gehst mal zu dem und dann nach, keine Ahnung, 3 oder 4 Mengen sagt er dir, ist tot bei mir, Bruder. So, und dann. Und die Kunden sind hier auch nicht loyal. Ich glaube, nirgendwo auf der Welt. Das sind auch Taugenichtse, Alter, die nur auf der Suche nach dem nächsten Turn sind. Und die ficken dich natürlich ab. Das heißt, es hat mir nichts gebracht. Ich habe 3 Jahre gekämpft, bis zu meinem 17. Lebensjahr, mir einen Kundenkreis aufzubauen. Aber der ist mir immer wieder flöten gegangen, weil 2 Monate ging es gut. Dann war wieder 2 Wochen Pause. Dann waren die weg. Dann musste ich die wiederholen. Das heißt, mein erstes geschäftliches Denken war, ich muss eine konstante Quelle. Kann ich mich damals erinnern, war ein Problem. Ich brauche eine konstante Quelle. Das war an meinem 17. Lebensjahr. Der Entschluss kam auch mit 16. Und mit 17 kann ich mich erinnern, ich bin bei meinem 17. Geburtstag das erste Mal gefahren. Ich war broke zu der Zeit, hatte kein Geld. Das heißt, was habe ich gesagt? Nein, genau. Wir waren irgendwann mal bei uns auf dem Sportplatz. Und dann hat jemand in die Runde geschmissen, hey, es gibt einen Reisebus, der vom Tübinger Hauptbahnhof nach Amsterdam fährt. Freitag, 10 Uhr abends, kommst du rein. Samstag, 8 Uhr morgens, bist du da, hast dann deine 10 Stunden oder 11 Stunden Zeit in Amsterdam. Jomotus, Heystos, Grüße auch an die. Ich weiß nicht mehr, ob es die gibt. Aber es war damals der Trend, früher sind wir mit Reisebussen gefahren. Ich war so naiv in der Zeit, als ich das gehört habe, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Polizei so einen Bus anhält. Wirklich. Es war unmöglich in meinem Denken. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Jackpot?
Das, wirklich, ich kann mich erinnern, ich war so happy, ich war so froh. Und es war so, ja, ganz klar, das ist die Lösung für mein Problem. Hat dann gesagt, das machen wir. Es hat 60er gekostet, kann ich mich erinnern, glaube ich, 60 oder 59, irgendwie sowas um den Dreh. Hab die Leute das dann, hab's dann natürlich buchen lassen. Und ich habe sogar ein Bild, Jungs, bitte blendet es jetzt ein. Jetzt seht ihr gleich, das war die erste Fahrt, das war mein 17. Da seht ihr mich dick grinsen. Das habe ich ja auch, glaube ich, ein, zwei Mal auf Insta gepostet. Aber wie gesagt, ich hatte kein Geld. Was habe ich dann zu meinem 17. Geburtstag gemacht? Ich habe jeden eingeladen, den ich kannte. Jeden. Habe dann vor meinem Blog, ich habe ein paar Flaschen aufgestellt. Und habe dann, keine, ich glaube, es waren dann 40 oder 50 Leute. Oder 30, 40, es waren sehr, sehr viele Menschen. Und ich habe jedem gesagt, bitte schenk mir Bargeld. Komm nicht mit leeren Händen. Ob es ein 10er ist, ob es ein 20er ist, schick, einfach schenken. Und ich kann mich erinnern, ich bin knapp mit 1 € aus der Sache rausgekommen. Damit habe ich angefangen. Kann man machen. Kann man machen. Man ist jung, man ist hungrig und es ist keine Schande. Es ist keine Scham, von null anzufangen. Habe ich schon ziemlich oft in meinem Leben machen müssen. Bis man den Clou draußen hat. Und bin dann 1 € nach Amsterdam gefahren. Ich kann mich erinnern, der Bus hat immer am Victoria Hotel, an der Central angehalten. Und ich war dann das erste Mal, kann ich mich erinnern, in Amsterdam. Und zwar eine neue Welt. Mein Horizont war nur mein Viertel damals. Ich kannte nichts. Ich bin nicht mal großartig in andere Städte oder sowas gegangen. Es war wirklich sehr, sehr viertelintern. Und man war den ganzen Tag nur da bei uns in den Blocks. Und man hat dann halt seine Dinger gemacht. Das war das erste Mal, dass ich dann andere Menschen kennengelernt habe. Kontakte knüpfen konnte. Kontakte, die international sind. Und das war für mich, da gehöre ich hin. Hab dann mit relativ schnell jemanden gefunden, der in mir Potenzial gesehen hat. Wie bist du? Du bist mit 800 € einfach nach Amsterdam? Nach Amsterdam gegangen, bin in verschiedene Coffeeshops gegangen. Die haben mir dann natürlich dann am Anfang gesagt, just 5 grams. Weil sie da selber paranoid sind. Ich wusste das nicht, dass da die erste Hürde war, dass man gar nicht Menge kaufen kann. Aber natürlich, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Hat man einen Bruder, hört meine Texte, dann werdet ihr alles checken. Das wird dann alles ganz genau beschrieben. Hab dann jemanden gefunden, der mir dann, glaube ich, sowas wie gegeben hat. Es waren dann 1 € oder so. Das hat mich abgezockt, Digga. Es war so, Digga, hier nimmer. Mir war es egal, weil ich ihn angeschaut habe und hab gesagt habe, ich komme wieder. Und wir sind am Ende wirklich Geschäftsfreunde geworden und Nummern ausgetauscht, man hat sich informiert, aber das ist alles zum Punkt. So, ich bin dann in den Bus zurückgekommen und wir waren viele Leute, kann ich mich erinnern, da, es waren 10, 11, 12 Leute von uns, die alle nach Amsterdam gefahren sind, weil es für die ein Trip war. Ich habe aber mit dem Mindset da rein, ich mache da jetzt Geld damit. Und ich kann mich erinnern, ich hatte das Material, so, tack. So, ich muss auch dazu sagen, sollte mir jetzt irgendjemand von irgendeinem Präsidium oder sowas schreiben, selbst wenn diese Sache wahr gewesen wäre, es ist alles verjährt. Ich habe mich informiert und so Sachen sind nach 10 Jahren verjährt und das ist alles über 10 Jahre her und könnt ihr mich mal, ja? So. Aber es ist trotzdem gelogen. So, jetzt. Und hab das Ding dann auf meinem Schoß gehabt. Und ich hatte Zeugen, die das gesehen haben und nicht glauben konnten, was ich mache. Weil ich die Gefahr nicht einschätzen konnte. Mhm. Und dann war das so, hey, willst du das jetzt einfach nehmen? Ich so, ja, na klar. Sonst klaut's mir doch noch jemand. Ist doch logisch, weißt du, was ich meine? Und bin dann wieder zurück ins Viertel gekommen. Das heißt, keiner hat gesagt, hey, versteck mal lieber. Doch, aber das war so auf keinen Fall. Das Gute ist, ich hatte 10 Zeugen, die ihm der Rest der Stadt erzählt haben, der Junge hat Amsterdam-Qualität. Jetzt in Zeit von Kelly Plugs und von Ding und von FedEx und DHL und das gab es damals nicht. Da gab es auch nicht mal so richtig Haze oder Dry. Du weißt ja selber, Bruder, von was reden wir hier gerade? Von 2017, 2016, das war ja ewig her. 2007, was rede ich? Was rede ich? Ja, klar, wurde 2012 das erste Mal verhaftet. Ja, genau, wir reden 2010, 2009, 2010, diese Zeit. Das heißt,
ewig her. Gerade eine kleine Spackung gehabt in der Zeit, in der Zeitzone. Und ich hatte Leute, die bestätigen konnten, dass ich aus Holland, also Amsterdam-Qualität hatte. Ich kann mich erinnern, ich war, einen Tag später hatte ich alles ausverkauft. Und das war der Jackpot für mich. Und so bin ich dann eine Weile wöchentlich hochgefahren. Bis wöchentlich? Ich bin wöchentlich, ich bin jeden Freitag, manchmal zwei oder dreimal die Woche, aber zweimal im Monat war Standard. Immer Jomotours? Immer Jomotours. Immer dasselbe Prinzip. Immer dasselbe Prinzip. Und es ist eine Weile gut gegangen. Ich habe mich dann aufgebaut. Und bin, glaube ich, eine Woche später wieder gefahren. Wieder zu demselben Typen, der hat mich angeschaut und hat gesagt, Digga, du meinst es ernst? Und ich gucke ihn an und sage, ja. Und so natürlich hat er mir dann bessere Kurse gegeben. Und das immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Mein Kopf war, es kann mir niemals was passieren. Und deswegen ziehe ich das Ding auf radikal so durch. Ich habe das Material nie versteckt. Ich hatte das immer bei mir. Ich hatte das immer auf meinem Schoß. Immer. Und es ist dann auch irgendwann in den Kiel gegangen. Ich hatte das immer auf meinem Schoß und bin damit runtergefahren. Und immer wenn ich mit roten Augen nach Hause komme, liegt Mama schweigen auf meiner Seele so viel Beton. Für alle Jungs, die gerade mit Minus aufs Spiel kommen, das hier ist unser Song, das hier ist unser Song. Eines Tages ist ein alter Freund, der jetzt auch leider Gottes eine Psychose hat, ist an die Grundschule gekommen. Ey, was geht, Leute? Bap, 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 bap. Wir haben ihn ewig nicht gesehen, der ist nach Kalabrien mit seiner Familie, als wir Kinder waren. Der ist ja bei uns aufgewachsen, ist dann, keine Ahnung, mit 9 oder so gegangen und ist dann 7 Jahre später oder so aufgetaucht oder 6 Jahre später aufgetaucht. 7 Jahre und das war der schlimmste Fehler seines Lebens, an dem Tag, an den Platz in unser Viertel zu kommen, weil es hat sein Leben für immer verändert. Wir kannten ihn nicht mehr, er hat als Fremder gegolten, aber weil man wusste, wer er ist, haben wir gesagt, ja klar, du kannst mit uns chillen. Der kannte keinen, der kannte außer uns, dem wurden so 0,5 Baggies verkauft, kann ich mich erinnern. Also der wurde ausgezogen, da hat er gesagt, ich habe so und so eine gewisse Bargeldsumme da, im vierstelligen Bereich, damit ist er gekommen, was zu sagen, sein Geld, mit was er sich aufbauen wollte, es wurde sofort konfisziert. Bis auf eine ganz kleine Summe. Und er hat dann natürlich auch gehört, dass ich immer nach Amsterdam gehe und hat dann gesagt, hey Omar, ich will mit. Ich will mitkommen. Kannst du mir auch mit dem Restgeld, was er hatte, das waren ein paar, auch Material holen? Dann habe ich ihm gesagt, ja, na klar, oder warum nicht? Ich habe mir gedacht, ich verkaufe sie mir auf den Zehner. Er hat gegeben, dann habe ich ihm gegeben dafür. Den Restbetrag habe ich einfach, keine Ahnung, ich glaube, damals habe ich dann irgendwann für einen Fünfer oder sowas bekommen oder für 5,50 oder so und habe dann einfach den Rest für mich genommen. Ich habe gesagt, ja, okay, ich kriege dafür. Wir sind hochgegangen, ich habe meine Touren gemacht, bababababab, hat das Material, wir sind gefahren. Bis dahin kannte ich keine Polizei. Ich kannte keine, Bruder, keine. Ich sitze hier, also musst du dir vorstellen, das weißt du, immer Zweiersitze, ein Sitz, dann kommt der Flur, dann ein Sitz. Ich saß hier, ein anderer aus unserem Viertel saß hier, saß da und ich habe die Tasche, ich hatte die Tasche bei mir. Mit Dingen, mit allem, was war. Und ich bin nie eingeschlafen auf den Fahrten zurück. Egal, wie bekifft ich war, egal, was ich gemacht habe, ich bin nie eingeschlafen. An dem Tag bin ich eingeschlafen. Ich kann mich erinnern, in Heilbronn war das. Der Bus ist dunkel, ich bin aufgewacht durch so viel Gerede. Ich kann mich noch erinnern, ich mache die Augen auf, der Bus war dunkel. Und auf einmal siehst du nur tuk, 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 eine Taschenlampe nach der anderen. Licht geht an, Bullen sind drin. Ich so, oh fuck. Ich guck meinen Kollegen rechts von mir an, ich guck den Ding vor mir an. Der guckt mich an. Ich guck die Tasche an, ich hab sie bei mir. Ich nehme die Tasche, stoße sie unter den Sitz zu ihm, sage, Bruder, du willst zu uns gehören, da musst du das jetzt machen. Und der kleine Mann guckt mich an und sagt, okay. Ich so, du Gangster, stark. So der hatte einen weiten Weg gehabt, bis er sich den Respekt, er ist wirklich durch die Hölle, der ist durch die Hölle gegangen. Und jetzt im Nachhinein, es gibt keinen, vor dem ich mehr Respekt habe. Also er ist ganz, 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 auch wenn es ihm jetzt psychisch nicht mehr so gut geht, nur Liebe und der ist ein Mann, Bruder. Den ja, hab ich dann noch im Knast. Ja, haben wir auch nicht geglaubt und so. Und dann. Er hat es im Endeffekt auf sich genommen.
ist danach geflüchtet, ist aber wieder zur Verhandlung gekommen. Ich habe Leute in die Verhandlung reingeschickt, er hat geschwiegen. Er ist obdachlos danach auch geworden, er ist durch die Hölle wegen dieser Aktion irgendwann, also sein Leben hat sich wirklich grundsätzlich verändert dadurch. Seine Familie hat sich von ihm abgegrenzt und naja, egal, das ist eine traurige und eine andere Geschichte. Aber man muss sagen, er hat auch viel dazu beigetragen, es war nicht nur diese eine Geschichte. Nein. Ja, da ist viel passiert. Mensch, ja. Da ist sehr viel passiert. Ja. Aber ja, dann habe ich gemerkt, wow, die Polizei kann also doch kommen. Mein ganzes Geld war weg. Das war aber natürlich kein Grund für mich aufzuhören. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Weil ich habe bei der Polizeikontrolle gemerkt, die haben dich nicht ausgezogen. Die haben dich nur so kontrolliert, aber keiner wurde ausgezogen. Ich habe mich informiert und damals hieß es, die Polizei darf dich eigentlich nicht ausziehen. Es gibt Kontrollen, in denen sie es machen. Ist uns auch hier schon passiert, wo sie sagen, Hose runter, als wir Kinder waren. Das dürfen sie eigentlich nicht. Das darf der Zoll. Der Zoll ist gar kein Spaß. Das ist Endstation. Ich habe mir gesagt, okay, scheiße, ich habe kein Geld, was soll ich machen? Aber ich habe in der Zeit viele Coffeeshop-Besitzer dort kennengelernt und ich kannte einen Coffeeshop, der, glaube ich, mittlerweile gar keiner mehr ist. Und der hat Afghan-Hasch. Sehr, sehr billig verkauft, schon in kleineren Mengen. Ich habe mir dann wieder Geld geliehen von Leuten aus dem Viertel, zack, bin rübergegangen und habe dann nur noch an meinen Eiern Hasch erstmal und habe mich dann wieder mit Hasch aufgebaut. Das ging relativ gut. Das ging eine Zeit lang gut, weil es ist klein, es ist kompakt und ich habe mir gedacht, nein, scheiß drauf, wird eh nichts passieren. Die erste Kontrolle hatte ich die Bullen in Heilbronn. Zweite Kontrolle, ich glaube, damals da war ich schon bei, ich hatte 1 Kilo Hasch. Und es war mit Frischhaltefolie, habe ich es um meine Schenkel gebunden. Jeder hätte es. Also irgendwann, es war nur noch sporadisch. Es war so, hey, wenn sie mich jetzt erwischen, auch wenn es Bullen sind, die werden mich sofort hops nehmen. Sofort, Bruder. Ich bin auch mit einem anderen gefahren, der denselben Film dann auch gemacht hat. Mein Horizont war, wie gesagt, nur die Polizeikontrolle, Bruder. Wir fahren, wir sind Heilbronn weiter durch. Ich denke mir, okay, Bombe. Auf einmal, eine Station war auch Stuttgart-Vaihingen vom Pullman Hotel. Da ist eine S-Station, also die S-Bahn, die nach Herrenberg fährt. Also wenn du nach Stuttgart über Herrenberg fährst, sind wir immer schwarz da gefahren. Als Kinder, es ist die Station, wo man ankommt, wo du so Ding. Wir fahren rein, ich gucke aus dem Fenster, auf einmal sehe ich eine Hundertschaft vom Zoll. Mit Hunden und so ein Scheiß. Und ich so, fuck, wir sind gefickt.